Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Wir befinden uns der Vorlesungsreihe Buchführung, dort bei der achten Vorlesung. Und heute möchte ich euch alles über Wertpapiere erzählen. Alles? Nein, nicht ganz alles. Wir werden uns erstmal nur mit den Wechseln und Anleihen beschäftigen. Die Aktien werden im nächsten Video kommen, weil das würde von der Länge her sonst einfach den Rahmen sprengen. Daher machen wir das in zwei Vorlesungen. Und die Gliederung ist sehr simpel gehalten, wie ihr seht. Erstmal kümmern wir uns um die Grundlagen, dann um den Wechsel und dann um die Anleihe. Los geht's! Fangen wir mit den Grundlagen an. Der Handel mit Wertpapieren ist natürlich buchführungspflichtig, und zwar bei dem Erhalt. Dann bekommen wir dafür ja noch eine Vergütung, Zins und Dividenden, das muss auch erfasst werden. Und irgendwann ist das Wertpapier auch wieder weg, auch das muss buchhalterisch erfasst werden. Man kann Wertpapiere anhand der erhaltenen Vergütung und an der Beteiligung des Unternehmens in drei große Gruppen stufen. Da haben wir einmal die Wechsel, bei der wir Zinsen als Vergütung erhalten und wir nicht an ein Unternehmen beteiligt werden. Der Wechsel ist quasi also eher zu betrachten wie eine Art Forderung. Und dann haben wir die Anleihen, die generieren ähnlich wie der Wechsel Zinsen und wir haben eine Beteiligung an einem Unternehmen. Das ist eigentlich auch der große Unterschied zu einem Darlehen. Und als letztes haben wir die Aktien, die wir in der nächsten Vorlesung ausführlich behandeln werden. Die generieren Dividenden und tun natürlich auch eine Beteiligung an ein Unternehmen sichern. Kommen wir damit erstmal zu den Wechsel. Die Frage, was ein Wechsel ist, lässt sich sehr separat beantworten mit, es ist ein Schuldschein. Und zwar ein Schuldschein, der vordatiert ist. Mit anderen Worten, es ist eine Forderung, die eine vorbestimmte Fälligkeit hat und die während der Laufzeit verzinst wird. Bei einem Wechsel fallen Bankgebühren an und die Zinsen stellen für den Gläubiger einen Ertrag dar. Für den Schuldner hingegen ist das alles ein zusätzlicher Aufwand, sofern vertraglich nichts anderes geregelt ist. Wir haben ja im Handelsrecht mehr oder weniger Vertragsfreiheit, das heißt, wir können den Vertrag in sehr, sehr groben Zügen gestalten. Und wichtig dabei ist noch, dass direkt bei der Ausstellung des Wechsels diese als solch erfasst werden, wobei man bemerken muss, dass die Zinsen umsatzsteuerfrei sind. Wie buchen wir das also? Wenn wir der Gläubiger sind, buchen wir Besitzwechsel, das ersetzt quasi unser Forderungskonto, an Umsatzerlöse, Umsatzsteuer, Zinsertrag, umsatzsteuerfrei und der Ertrag aus Wechselspesen. Entspricht also quasi einer ganz normalen Buchung, wenn wir etwas als Forderung verkauft hätten, nur dass wir halt Forderung durch Besitzwechsel ersetzen. Beim Schuldner ist quasi das Gegenteil. Er hat den Aufwand, das wird höchstwahrscheinlich Wareneingang sein, kann aber auch fast alles andere sein, hat natürlich die Vorsteuer, die er abziehen darf, den Zinsaufwand, der umsatzsteuerfrei ist, den Aufwand aus Wechselspesen und im Haben bucht er Schuldwechsel, quasi der Ersatz der Verbindlichkeit. Irgendwann tut die Laufzeit des Wechselscheins enden, das ist der sogenannte Verfallstag, und da kann der Besitzer zur Bank des Schuldners gehen und sich den Wechsel auszahlen lassen. Zinsen und Gebühren sind ja bereits schon durch die vorige Buchung als im Wechsel enthalten, außer wenn vertraglich etwas anders geregelt ist, dann müssten sie spätestens jetzt nacherfasst werden. Die Buchung am Verfallstag ist sehr simpel. Wir tauschen quasi einfach nur unseren Anspruch, den wir auf die Schuld haben, gegen die Zahlung ein. Das heißt, als Gläubiger buchen wir Bank am Besitzwechsel und als Schuldner Schuldwechsel am Bank. Interessant dabei ist, dass ein Wechsel ein sehr liquides Mittel ist. Wer dazu mehr wissen möchte, was das ist, bitte ich die Vorlesung Wirtschaft 10 anzuschauen. Und der ist halt daher sehr liquide, da bereits vor dem Verfallsdatum weiterverkauft werden kann. Wobei der neue Gläubiger einen anteiligen Anspruch auf die Zinsen hat. Eine Forderung können wir nicht einfach vorher so abtreten. Man kann zwar unter gewissen Bedingungen Forderung auch abtreten, aber nicht halt so einfach wie ein Wechsel. Auch bei dem Weiterverkauf können umsatzsteuerpflichtige Wechselspesen anfallen, die wie die Zinsen in der Regel sofort bezahlt werden. Bei Weiterverkauf bucht also der alte Gläubiger zunächst Bank am Besitzwechsel, da hat er ihn ausgebucht. Dann müssen wir aber auch noch die Nebenkosten und Zinsen erfassen.
Der hat natürlich dann einen Zinsaufwand, der umsatzsteuerfrei ist, einen Aufwand aus Wechselspesen, Vorsteuer und das bucht er an Bank oder Kasse. Warum hat er hier einen Zinsaufwand? Naja, er hat ja quasi Zinsen erhalten, die er nicht hätte erhalten dürfen. Der neue Gläubiger bucht hingegen Besitzwechsel an Bank und bucht Bank und Kasse, beziehungsweise Bank oder Kasse, an Zinsertrag umsatzsteuerfrei, Ertrag aus Wechselspesen Umsatzsteuer. Er kehrt quasi die Buchung um. Weiterer Vorteil eines Wechsels ist, dass er vorzeitig eingelöst werden kann bei der Bank. Das nennt man dann Diskontierung. Dabei werden die anteiligen Zinsen, die bereits als Ertrag für die gesamte Laufzeit gebucht wurden, als Aufwand ausgebucht. Es handelt sich hierbei quasi um den Verkauf des Wechsels an eine Bank. Daher fallen dort auch Bankgebühren an, die einen Aufwand darstellen. Hier gilt eine Sonderregel nach § 4 Nummer 8 des Umsatzsteuergesetzes, und zwar, dass die Wechselspesen bei Diskontierung von der Umsatzsteuer befreit sind, wie die meisten eigentlich Bankangelegenheiten umsatzsteuerfrei sind. Der Gläubiger muss bei Diskontierung daher buchen Bank, das Geld, was er kriegt, Zinsaufwand, den er hat, der umsatzsteuerfrei ist, sowie den Aufwand aus Wechselspesen umsatzsteuerfrei, an Besitzwechsel, den wir komplett ausbuchen. Die Bank, die quasi neuer Gläubiger wird, bucht dann Besitzwechsel an Bank, Zinsertrag umsatzsteuerfrei und Ertrag aus Wechselspesen umsatzsteuerfrei. Damit das ein bisschen klarer wird, habe ich mir eine Ad-Hoc-Übung vereinfallen lassen. Die Aufgabe lautet hier, dass der Unternehmer B. Illig Waren an einen Kunden im Wert von 1000 Euro verkauft. Dieser bezahlt diese mit einem Wechsel, mit der eine Laufzeit von 3 Monaten mit einem Jahreszins von 5% auf die gesamte Forderung hat. Dabei fallen Wechselgebühren von 10 Euro netto an. Zu buchen sind a. die Ausstellung des Wechsels und b. B. Illich gerät in Zahlungsschwierigkeiten und gibt daher nach einem Monat den Wechsel an seinen Lieferer weiter, um seine Schuld zu begleichen, wobei Wechselspesen von 20 Euro netto anfallen, welche ebenso wie die anteiligen Zinsen direkt bar an den Lieferer gezahlt werden sollen. Ja, das buchen wir jetzt beides. Erstmal natürlich a. die Ausstellung des Wechsels. Hier müssen wir uns erstmal um die Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer kümmern. Die Bemessungsgrundlage für diese ist die Summe aus Umsatzerlöse und den Ertrag aus Wechselspesen, also 1000 plus 10 Euro macht 1010 Euro. Multiplizieren wir das mit 90%, haben wir die Umsatzsteuer, macht 191,90 Euro. Und wir müssen auch noch den Zinsertrag bzw. Aufwand buchen und errechnen. Der ergibt sich aus der Bruttoforderung mal den Zinssatz mal der Laufzeit durch 12 Monate, weil das ein Jahreszins ist, also müssen wir auf Monate genau runterbrechen. Das heißt, unsere Nettoforderung von 1000 Euro mal 1,19 mal 5% Zinsen mal 3 Zwölftel Monate ergibt 1190 Euro mal 5% mal 1 Viertel. Das sind 59,50 Euro mal 1 Viertel. Das ergibt Zinsertrag oder Aufwand von 14,88 Euro. Jetzt haben wir alles, was wir zum Buchen brauchen. B. Illig, unser Gläubiger, bucht den Besitzwechsel mit 1216,78 Euro ein an Umsatzerlöse durch den Verkauf der Waren von 1000 Euro, Umsatzsteuer, die wir ausrechnen haben, von 191,90 Euro, der Zinsertrag, der umsatzsteuerfrei ist, von 14,88 Euro, sowie der Ertrag aus Wechselspesen in Höhe von 10 Euro. Der Kunde, unser Schuldner, bucht quasi das Gegenteil, den Wareneingang von 1000 Euro, die abziehbare Vorsteuer von 191,90 Euro, der Zinsaufwand, der umsatzsteuerfrei ist, von 14,88 Euro und den Aufwand an Wechselspesen von 10 Euro, all das an Schuldwechsel von 1216,78 Euro. Ja, bei B war das dann in den Zahlungsschwierigkeiten gefolgt vom Weiterverkauf. Wir müssen also hier wieder die Zinsen ausrechnen, die uns zustehen und die unseren Lieferer zustehen. Das heißt, für unsere Gesamtzinsen müssen wir die multiplizieren mit der Restlaufzeit geteilt durch die Gesamtlaufzeit. Heißt 14,88 Euro mal 2 Monate durch 3 Monate. Das ergibt 14,88 Euro mal 2 Drittel, macht 9,92 Euro Zinsen.
Beilig bucht jetzt Bank 1216,78 € am Besitzwechsel in derselben Höhe. Muss er ja komplett ausbuchen. Die 9,92 € Zinsen, die wir schon als Ertrag erfasst haben, müssen wir jetzt natürlich als Aufwand erfassen, weil diese anteiligen Zinsen ja für den neuen Käufer, also unseren Lieferer, der Ertrag sind. Daher Zinsaufwand umsatzsteuerfrei 9,92 €. Aufwand Wechselspesen 20 € und Vorsteuer auf die Wechselspesen 3,80 €. Das zahlen wir bar an Kasse 33,72 €. Unser Lieferer erhält den Besitzwechsel in Höhe von 1216,78 € im Habenbuch der Bank, weil er uns so viel überweist. Bar erhält er von uns aber 33,72 €, daher soll die Kasse an Zinsertrag umsatzsteuerfrei 9,92 €. Ertrag Wechselspesen 20 € und Umsatzsteuer 3,80 €. Ja, jetzt habe ich euch das gezeigt. Wie immer seid jetzt ihr dran. Löst am besten die Aufgaben, pausiert das Video. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und ja, ich bringe schon mal zu der Lösung und dann vergleichen wir. Kommen wir zu Lösungsteil 1 und 4. Wir machen erstmal A, die Ausstellung des Wechsels. Das konnte man quasi parallel zur Ad-Hoc-Übung machen. Das heißt, erst einmal berechnen wir wieder die Messungsgrundlage für die Umsatzsteuer, die sich aus Umsatzerlöse plus Ertrag Wechselspesen, also 500 €, 5.000 € plus 100 € gleich 5.100 € ergibt. Multiplizieren wir das mit 19%, haben wir unsere Umsatzsteuer von 969 €, die gleichzeitig natürlich auch Vorsteuer ist. Jetzt müssen wir noch den Zinsertrag bzw. Aufwand errechnen, der sich aus dem Produkt der Forderung brutto mal Zinssatz mal der Laufzeit durch 12 Monate ergibt. Also 5.000 € netto mal 1,19 mal 10% Jahreszins mal die Laufzeit, also 6 durch 12 Monate. Das ergibt 5.950 € mal 10% mal 1,5 sind 595 € mal 1,5. Macht 297,50 €. T. Euer bucht jetzt Besitzwechsel 6.366,50 € an Umsatzerlöse 5.000, Umsatzsteuer 969 €, Zinsertrag umsatzsteuerfrei 297,50 €, Ertrag Wechselspesen 100 €. Der Kunde hingegen bucht Wareneingang 5.000 €. Vorsteuer 969 €, Zinsaufwand umsatzsteuerfrei 297,50 €, Aufwand Wechselspesen 100 € und das Ganze an Schuldwechsel 6.366,50 €. Schuldwechsel wird nebenbei nur gebucht, wenn wirklich ein neuer Wechsel ausgestellt wird. Wird ein Wechsel nur weiterverkauft, dann wird immer nur Besitzwechsel gebucht. Das macht auch Sinn, weil es ja quasi... Der Besitzwechsel ist quasi eine Forderung, der Schuldwechsel eine Verbindlichkeit. Und eine Verbindlichkeit kann ich halt nicht weiterverkaufen, eine Forderung quasi schon, aber dann wird das nicht zu einer neuen Verbindlichkeit. Daher ist auch so der Sinn. Okay, B, die Einlösung am Verfallstag. Wahrscheinlich die einfachste Buchung. Man tut einfach den Besitzwechsel gegen Bank buchen, sprich T. Euer bucht Bank 6.366,50 € am Besitzwechsel 6.366,50 € und der Kunde bucht seinen Schuldwechsel 6.366,50 € an Bank 6.366,50 €. Damit sind alle Konten glatt und ja, er ist eingelöst. Bisschen komplizierter war C, der Weiterverkauf, der sich allerdings auch an der Ad-Hoc-Lösung wunderbar entlanghangeln lässt. Wir müssen erstmal wieder ausrechnen, wie viel Zinsen uns zustehen. Oder zustanden, wie viele abgegeben werden. Das heißt, unsere Gesamtzinsen mal die Restlaufzeit durch die Gesamtlaufzeit. Das ergibt 297,50 € mal 3 Monate durch 6 Monate. Das sind 297,50 € mal 1,5 ergibt 148,75 €. Uns stehen also nur die halben Zinsen zu, die andere Hälfte müssen wir ausbuchen. Das heißt, T. Euer bucht erstmal natürlich ganz normal den Verkauf. Er bekommt 6.366,50 € auf der Bank gutgeschrieben an Besitzwechsel, der im selben Wert ausgebucht wird.
Gleichzeitig muss er aber, hat er noch einen Zinsaufwand, der umsatzsteuerfrei ist, von ausgerechneten 148,75 Euro, ein Aufwand aus Wechselspesen von 10 Euro und die Vorsteuer auf die Wechselspesen von 1,90 Euro. Das alles bekommt unser Käufer, also an Kasse 160,65 Euro. Unser Lieferer bucht halt dann den Besitzwechsel quasi ein mit 6.366,50 an Bank mit demselben Wert. So zum seinen Bareingang, den wir ihnen ja geben, Kasse 160,65 Euro. An Zinsertrag umsatzsteuerfrei 148,75 Euro. Ertrag Wechselspesen 10 Euro und Umsatzsteuer 1,90 Euro. Die Diskontierung, quasi also der Verkauf an die Bank. Ja, hier ist die Restlaufzeit nur noch 2 Monate. Das heißt, wir rechnen für die Zinsen 297,50 Euro mal 2 Monate durch 6 Monate und kommen dann auf 99,17 Euro. T-Euer bucht hier Bank 6.247,33 Euro. Zinsaufwand umsatzsteuerfrei 99,17 Euro. Aufwand aus Wechselspesen 20 Euro, das Ganze ist umsatzsteuerfrei. Am Besitzwechsel 6.366,50 Euro. Die Bank kehrt quasi die Buchung um. Sie bucht den Besitzwechsel mit 6.366,50 Euro ein. An Bank 6.247,33 Euro. Zinsertrag umsatzsteuerfrei 99,17 Euro und Ertrag aus Wechselspesen umsatzsteuerfrei 20 Euro. Ja, und damit sind wir fertig. Kommen wir zum großen Thema Anleihen. Das sind halt auch Wertpapiere, die verzinst werden und nach einer vereinbarten Laufzeit getilgt werden und sind damit Teil des Fremdkapitals und ähneln daher einem Darlehen. Ein Käufer verbucht die Anleihen bei einer geplanten Laufzeit von kleiner ein Jahr als Wertpapiere des Umlaufvermögens, sonst als Wertpapiere des Anlagevermögens. Dabei müssen allerdings Bankprovisionen, Maklergebühren etc. als Anschaffungsnebenkosten betrachtet werden, also erhöhen den Aktivierungswert und sind damit kein Aufwand. Bei Kauf, bei einer Laufzeit kleiner ein Jahr, bucht der Käufer Wertpapiere des Umlaufvermögens an Bank, der Verkäufer Bank an Anleihen. Bei einer Laufzeit größer ein Jahr bucht der Käufer Wertpapiere des Anlagevermögens an Bank, der Verkäufer Bank an Anleihen. Da Anleihen halt verzinst sind und damit Zinsen generieren, müssen diese natürlich auch für den Käufer als Ertrag und für den Verkäufer als Aufwand erfasst werden. Die Zinsen unterliegen auch der Kapitalertragssteuer von 25%, zuzüglich 5,5% Soli. Das heißt, es werden nur 100% minus 25% mal 1,055 macht 73,625% ausgezahlt. Dabei muss man auch beachten, dass für Einzelunternehmer und Personengesellschaften diese summiert als Privatsteuern verbucht werden. Kapitalgesellschaften haben keinen privaten Teil, daher werden diese als Aufwand erfasst unter den Aufwandskonten Kapitalertragssteuer und Soli. Wie sieht es also aus? Wie werden die Zinsen gebucht, wenn wir ein Einzelunternehmer oder Personengesellschaft sind? Als Käufer buchen wir Bank Privatsteuern an Zinserträge, als Verkäufer Zinsaufwand an Bank. Sind wir eine Kapitalgesellschaft, bucht der Käufer Bank Kapitalertragssteuer Soli an Zinserträge, der Verkäufer Zinsaufwand an Bank. Am Ende der Laufzeit wird die Anleihe getilgt. Das ist also ähnlich wie Darlehen. Allerdings muss man hier bedenken, auch wie bei Darlehen ist es möglich, dass es eine Ratenzahlung gibt. Dann muss halt die Tilgung einzeln erfasst werden, jede, und ausbucht werden. In unserem Fall aber wird das wie ein Festdarlehen behandelt oder Zinsdarlehen. Am Ende der Laufzeit wird es komplett getilgt. Bei der Laufzeit kleiner ein Jahr buchen wir als Käufer Bank an Wertpapiere des Umlaufvermögens. Als Verkäufer Anleihen an Bank. Bei Laufzeit größer ein Jahr buchen wir als Käufer Bank an Wertpapiere des Anlagevermögens, als Verkäufer Anleihen an Bank. Jetzt stellt man sich vielleicht die Frage, ja, wo ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zu einem Darlehen? Ja, eine Anleihe
kann ich weiterverkaufen, ein Darlehen nicht. Das ist eigentlich der große Unterschied. Und wenn wir das weiterverkaufen, dann hat halt der Dritte, an dem wir es weiterverkaufen, ab dem Zeitpunkt des Verkaufs Anspruch auf die Zinsen. Und das hat leider komplizierte Konsequenzen. Und zwar, wenn der Dritte Anspruch auf die Zinsen hat, die den Käufer bereits ausgezahlt wurden, das heißt, wenn Zinsen vorschüssig gezahlt werden, oder der Käufer Anspruch auf Zinsen hat, die der Dritte noch erhalten wird, also wenn Zinsen nachschüssig gezahlt werden, dann muss jener, der Anspruch auf die Zinsen hat, diesen als Ertrag, derjenige, der sie erhält, als Aufwand erfassen. Klingt kompliziert, wird aber gleich klarer, wenn wir es als Beispiel machen. Wichtig dabei ist allerdings noch, bei Weiterverkauf fallen wie so oft Gebühren an, für die für den dritten Teil der Anschaffungskosten und für den ehemaligen Käufer Kosten des Geldverkehrs sind, sowie Kapitalertragssteuern Soli, die nicht Teil der Anschaffungskosten sind. Die Messungsgrundlage für die Steuern ist der Kursgewinn zuzüglich Zinsen. Hier greift auch noch § 43a Absatz 3 Satz 2 StG, der besagt, wenn sind die entgangenen Zinsen kein Aufwand, sondern sie sind ein negativer Ertrag, sie vermindern also nur den gesamten Ertrag. Macht auch Sinn, wir müssen überlegen, wenn wir 1000 Euro Zinsen bekommen, von denen aber 500 Euro ja eigentlich nicht uns gehören, weil wir es nach der Hälfte der Laufzeit weiterverkauft haben, macht es Sinn, den Ertrag zu mindern. Ein großer Unterschied ist auch zu den Wechseln, dass der Kurs für Anleihen schwankt, also ähnlich wie eine Aktie. Bei einem höheren Kurs werden wir natürlich einen Ertrag aus dem Abgang von Wertpapieren haben. Bei einem niedrigeren Kurs werden wir einen Verlust aus dem Abgang von Wertpapieren haben. Und das müssen wir auch dementsprechend buchen. Für den dritten, also unseren neuen Käufer, hängt die Buchung folglich einfach nur davon ab, ob die Zinsen nachschüssig oder vorschüssig sind. Sind die Zinsen vorschüssig, dann bucht der Dritte Wertpapiere des Umlaufvermögens oder Anlagevermögens, je nachdem, wie lange er es behalten möchte, an Bank und an Zinserträge. Warum? Dass sie vorschüssig sind, heißt also, dass der ursprüngliche Käufer, also nicht der Dritte, die Zinsen bereits für die gesamte Laufzeit der Zinszahlung erhalten hat. Jetzt verkauft er sie an den Dritten vorher weiter. Das heißt, der eigentliche Käufer hat Zinsen eingebucht und erhalten, die dem Dritten zustehen. Daher muss er jetzt bei Verkauf die anteiligen Zinsen, die ihm nicht zustehen, quasi den Dritten übertragen. Das heißt, der Dritte erhält den anteiligen Zinsertrag. Genau andersrum ist es, wenn es nachschüssig ist. Dann bucht der Dritte Wertpapiere, Umlaufvermögen oder Anlagevermögen. Zinserträge, Achtung, nicht Zinsaufwand, wir denken an den Paragraphen, den wir gerade hatten, an Bank. Warum ist das jetzt so? Bei Kauf hat der erste Käufer keine Zinsen gebucht und auch nicht erhalten und verkauft jetzt nach einer gewissen Laufzeit die Sachen weiter. Das heißt, der Dritte wird jetzt die kompletten Zinsen für die gesamte Laufzeit erhalten. Aber der Dritte hat gar nicht komplett Anspruch für die gesamte Laufzeit, weil ein Teil der Laufzeit gehört es ja dem ursprünglichen Käufer. Daher erhält der ursprüngliche Käufer einen Zinsertrag und der Dritte bekommt weniger Zinsertrag, weswegen er das ausbuchen muss. Komplizierter wird es sogar noch, wenn wir den alten Käufer, also den neuen Verkäufer quasi betrachten. Da gibt es nämlich einige Möglichkeiten. Es hängt nämlich davon ab, ob er einen Kursverlust oder Gewinn erzielt, ob Zinsen nachschüssig oder vorschüssig gezahlt werden und ob es sich bei ihm um Einzelunternehmer, Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft handelt. Das heißt, er hat 2 hoch 3 Möglichkeiten, quasi 8 Möglichkeiten, die wir hier durchspielen müssen. Variante 1. Es handelt sich um eine Personengesellschaft oder einen Einzelunternehmer. Die Zinsen sind vorschüssig gezahlt und es entsteht ein Kursgewinn. Dann muss er im Soll die Bank buchen. Er bekommt ja das Geld, das ist in allen Fällen so. Im Soll auch Nebenkosten des Geldverkehrs, auch das ist bei allen gleich, weil er zahlt das ja, die Gebühren dafür. Hier muss er auch noch Privatsteuern zahlen, also Kapitalertragssteuern Soli summiert quasi. Denn er hat ja einen Ertrag erwirtschaftet aus dem Wertpapierabgang. Das ist Kapitalertragssteuer pflichtig zuzüglich Soli. Allerdings muss er im Soll Zinserträge erfassen, denn die Zinsen sind vorschüssig gezahlt,
Das heißt, er hat schon mehr Zinsen bekommen, als ihnen zustehen. Er muss den Ertrag wieder ausbuchen. Das Ganze bucht er an Wertpapiere, Anlagevermögen oder Umlaufvermögen. Ist klar, die müssen ausgebucht werden. Und da Kursgewinn muss auch im Haben einen Ertrag stehen, und zwar der Ertrag aus Wertpapierabgang. Haben jetzt einen Einzelunternehmer oder eine Personengesellschaft, die Zinsen sind weiterhin vorschüssig, allerdings ein Kursverlust, dann soll natürlich wieder Bank- und Nebenkosten des Geldverkehrs, die sind da immer, dann Zinserträge wieder, weil die Zinsen sind ja noch immer vorschüssig, und diesmal ein Verlust aus Wertpapierabgang, denn wir haben ja einen Kursverlust, also einen Aufwand. Das Ganze buchen wir an Wertpapiere, Anlagevermögen, Umlaufvermögen. Das muss da auch immer mit dem kompletten Wert stehen, denn hinterher muss das Konto ja quasi null sein. Und an Privatsteuern. Diesmal stehen die im Haben, denn wir haben keinen Ertrag erwirtschaftet. Aber wir haben ja, als wir den Zinsertrag ursprünglich gebucht haben, komplett dafür auch Kapitalertragssteuern Soli gebucht. Jetzt aber werden wir nur anteilig dazu Steuern zahlen. Daher müssen die in Haben sein. Wir müssen sie quasi korrigieren. Wenn wir nur die Hälfte des Ertrages auf die Zinsen erhalten, müssen natürlich auch nur die Hälfte Steuern zahlen. Wie sieht das aus, wenn wir Einzelunternehmer oder Personengesellschaft haben, die Zinsen nachschüssig sind und einen Kursgewinn gibt? Dann müssen wir buchen Bank im Soll, Privatsteuern im Soll und Nebenkosten des Geldverkehrs. Das Ganze an Wertpapiere, Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Erträge aus Wertpapierabgang und Zinserträge. Wenn wir ein Einzelunternehmer sind oder eine Personengesellschaft, die Zinsen nachschüssig sind und Kursverlust herrscht, klar haben wir im Soll wieder Bank- und Nebenkosten des Geldverkehrs, haben im Soll auch Privatsteuern, denn wir haben ja einen Ertrag erwirtschaftet, haben einen Verlust aus Wertpapierabgang im Soll. Das Ganze buchen wir natürlich an Wertpapiere, Anlagevermögen, Umlaufvermögen und Zinserträge, weil wir bekommen ja noch Zinsen nachschüssig. Das heißt, wir haben Zinsen noch gar nicht erhalten, aber wir haben Anspruch drauf, zumindest anteilig. Das waren jetzt die Fälle, wie es aussieht, wenn wir ein Einzelunternehmer oder eine Personengesellschaft sind. Dieselben Fälle gibt es alle nochmal für Kapitalgesellschaft. Und ich verkürze das jetzt, weil es sind eigentlich genau dieselben Buchungen bei denselben Fällen. Nur, dass wir das Konto Privatsteuern einfach aufsplitten müssen auf Kapitalertragsteuern und Soli. Darum muss die Buchung heißen, wenn wir eine Kapitalgesellschaft sind, die Zinsen vorschüssig gewährt werden und wir einen Kursgewinn haben, Bank, Kapitalertragsteuer, Soli, Nebenkosten des Geldverkehrs, Zinserträge an Wertpapiere, Anlagevermögen oder Umlaufvermögen und Erträge aus Wertpapierabgang. Sind wir eine Kapitalgesellschaft, die Zinsen werden vorschüssig gezahlt und wir haben einen Kursverlust, dann ist zu buchen Bank, Nebenkosten des Geldverkehrs, Zinserträge, Verlust aus Wertpapierabgang, an Wertpapiere, Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Soli und Kapitalertragsteuer. Wie sieht das aus, wenn wir eine Kapitalgesellschaft sind, die Zinsen nachschüssig sind und wir einen Kursgewinn haben? Dann buchen wir Bank, Kapitalertragsteuer, Soli, Nebenkosten des Geldverkehrs, an Wertpapiere, Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Erträge aus Wertpapierabgang und Zinserträge. Ja, der letzte Fall ist halt, wir sind eine Kapitalgesellschaft, die Zinsen sind nachschüssig und wir haben den Kursverlust. Dann wird gebucht Bank, Kapitalertragsteuer, Soli, Nebenkosten des Geldverkehrs, Verlust aus Wertpapierabgang an Wertpapiere, Anlagevermögen oder Umlaufvermögen und Zinserträge. Das ist ziemlich viel. Machen wir dazu eine kleine Ad-hoc-Übung. Hier sei der Fall, dass die Alles Raus GmbH Anleihen zu 11.000 Euro verkauft, mit vorschüssigen Jahreszinsen von 5%, die quartalsweise entrichtet werden. Die ganze Sache soll eine Laufzeit von 2 Jahren haben. Und wir sollen buchen den Kauf einer Anleihe für kurzfristigen Weiterverkauf durch die 2&2 AG am 1. Juni 2015 bei Maklergebühren von 500 €. Und B, dass die 2&2 AG am 30.07.2015 die Anleihe an einen Dritten weiterverkauft, da der Kurs um 10% gestiegen ist. Dabei fallen erneut Maklergebühren von 500 € an, wobei wir wissen, dass der Dritte die Anleihe möglichst lange im Unternehmen behalten möchte.
Wir buchen also für A, müssen wir erstmal berechnen, wie hoch die Anleihe überhaupt ist. Das war also der Wert der Wertpapiere zuzüglich die Maklergebühren von 500 Euro. Also 11.500 plus 500 macht 12.000 Euro. Die Anleihe möchte sie nur kurz behalten, daher müssen wir sie als Umlaufvermögen erfassen. Wir buchen also für die 2&2 AG Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.000 Euro an Bank 12.000 Euro. Die Alles Raus GmbH bucht hingegen Bank 11.500 Euro an Anleihen 11.500 Euro. Für alle Aufmerksamen, die sich jetzt fragen, ja, Moment, aber 12.000 zu 11.500, das geht doch eigentlich nicht auf. Doppelte Buchführung, muss man ja quasi beides auf allen Seiten wiederfinden. Das liegt daran, dass wir die Bank hier nicht buchen, weil das zu aufwendig wird. Die Bank selbst würde ja auch noch buchen, und zwar Bank 500 Euro an umsatzsteuerfreie Erträge 500 Euro, und dann wären wir wieder glatt bei 12.000. Weiter müssen wir berechnen, wie hoch die Jahreszinsen sind. Die ergeben sich aus den Anschaffungskosten von 12.000 Euro multipliziert mit den Jahreszinssatz von 5% macht 600 Euro. Wir wissen, es sind Quartalzinsen. Wir wissen, sie werden vorschüssig gezahlt. Das heißt, direkt bei Kauf der Anleihe müssen wir die ersten Quartalzinsen erfassen. Dazu müssen wir wissen, wie hoch die Quartalzinsen sind. Die ergeben sich aus den Jahreszinsen geteilt durch 4 Quartale. Macht also 600 Euro durch 4 sind 150 Euro pro Quartal. Bedenken müssen wir auch den Soli und die Kapitalertragsteuer. Die 150 Euro sind ja schon brutto. Das heißt, wenn wir die mit 25% multiplizieren, haben wir Kapitalertragsteuer von 150 Euro mal 25% sind 37,50 Euro. Multiplizieren wir das mit 5,5%, kommen wir auf den Soli von 2,06 Euro. Auszahlungen sind quasi die Bruttozinsen abzüglich Kapitalertragsteuer, abzüglich Soli, also 150 Euro minus 37,50 Euro minus 2,06 Euro. Ergibt einen Auszahlungsbetrag von 110,44 Euro. Die 2&2 AG bucht also den Eingang der Zinsen mit Bank 110,44 Euro, Kapitalertragsteuer 37,50 Euro, Soli 2,06 Euro an Zinserträge 150 Euro. Die Alles Raus GmbH bucht hingegen einfach nur Zinsaufwand 150 Euro an Bank 150 Euro. Dann hatten wir Fall B, den Weiterverkauf mit Kursgewinn. Den müssen wir erstmal berechnen, der wird später unser Ertrag aus Abgang Wertpapieren. Und er ergibt sich aus den alten Anschaffungskosten von 12.000 Euro mal den Anstieg um 10% macht 1.200 Euro. Die neuen Anschaffungskosten sind logischerweise die alten plus den Kursgewinn und Maklergebühren, also 12.000 Euro plus 1.200 plus 500 Euro macht 13.700 Euro. Bedenken müssen wir allerdings auch, dass die Zinsen für das gesamte Quartal bereits als Ertrag für die 2&2 AG erfasst wurden. Die hat allerdings bereits nach 2 Monaten weiterverkauft, das heißt, sie haben für 3 Monate Zinsen erhalten. Für 2 Monate stehen ihnen zu, das heißt, 1 Monat haben sie zu viel Zinsertrag erfasst. Dieser steht dem dritten zu. Wir müssen also die Korrektur berechnen, die sich einfach aus den Quartalzinsen durch 3 Monate mal Restzeit von 1 Monat ergibt. Also 150 Euro durch 3 quasi macht 50 Euro. Auf den Veräußerungsgewinn abzüglich der Zinsen, weil ja, die Zinsen ja quasi haben ihn für 3 Monate schon erfasst, aber nur für 2 Monate gehören sie uns. Allerdings fällt dafür Kapitalertragsteuer an. Und zwar unser Kursgewinn abzüglich Zinsen, abzüglich Gebühren mal 25% Kapitalertragsteuer. Sind also 1200 Euro minus 50 Euro Zinsen, die wir zu viel erfasst haben, minus 500 Euro Gebühren mal 25%. Das ergibt 162,50 Euro. Die Kapitalertragsteuer mal 5,5% sind 162,50 Euro mal 5,5% sind 8,94 Euro für den Soli. Die 2&2 AG bucht daher
den Bankeingang mit 12.478,56 Euro, Kapitalertragsteuer 162,50 Euro, Soli 8,94 Euro, Nebenkosten des Geldverkehrs 500 Euro, Zinserträge 50 Euro, an Wertpapiere des, eigentlich müsste hier nur Umlaufvermögen stehen, 12.000 Euro und Erträge aus Wertpapierabgang 1.200 Euro. Die dritten buchen Wertpapiere, Anlagevermögen 13.700 Euro, an Bank 13.650 Euro und Zinserträge 50 Euro. Okay, das war mein Teil, die Ad-Hoc-Übung. Jetzt seid wie immer ihr gefragt. Bearbeitet bitte diese Aufgaben, pausiert dazu das Video, nehmt euch Stift und Papier zur Hand, nehmt euch Zeit, denkt gut nach. Sollte eigentlich alles lösbar sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg, drückt euch die Daumen und springt natürlich schon mal direkt zur Lösung weiter. Kommen wir zur Lösung, und zwar zur ersten der vier Folien. Wir fangen natürlich an mit A, der Kauf der Anleihe für die langfristige Einbehaltung mit Maklergebühren von 200 Euro. Wir müssen natürlich erstmal wieder den Wert der Anleihe ausrechnen. Das ist ja quasi der Ausgabewert von 5.800 Euro plus Anschaffungsnebenkosten, Maklergebühren von 200 Euro, ergibt 6.000 Euro. Die OAG möchte die Anleihe lange behalten. Wir müssen sie also als Anlagevermögen erfassen. Daher buchen wir für die OAG Wertpapiere des Anlagevermögens 6.000 Euro, an Bank 6.000 Euro. Die Nixrein GmbH bucht Bank 5.800 Euro, an Anleihen 5.800 Euro. Wir müssen noch die Zinsen berechnen, die am 30.04. anfallen. Dazu brauchen wir erstmal den Jahreszins, der sich aus Anschaffungskosten von 6.000 Euro mal Zinssatz von 10% macht 600 Euro ergibt. Allerdings ist es ja nachschüssig Quartalzinsen, das heißt, wir müssen fürs Quartal ausrechnen, indem wir durch 4 teilen, macht 150 Euro. Das sind Bruttozinsen, das heißt, das ist zwar unser Zinsertrag, aber nicht unser Auszahlbetrag. Wir müssen davon noch Kapitalertragsteuer und Soli wegrechnen. Die Kapitalertragsteuer sind 25% von 150 Euro, macht 37,50 Euro. Multiplizieren wir das mit 5,5%, haben wir den Soli von 2,06 Euro. Hier müssen wir auch noch Privatsteuern ausrechnen, dass die Summe dieser beiden ist, denn wir haben ja hier eine OHG. Das macht 39,56 Euro. Ziehen wir diese von unserem Zinsertrag ab, kommen wir zum Auszahlbetrag von 110,44 Euro. Die OAG bucht daher Bank 110,44 Euro, Privatsteuern 39,56 Euro, an Zinserträge 150 Euro. Die Alles Raus GmbH bucht ganz simpel Zinsaufwand, an Bank 150 Euro jeweils. C war der Notverkauf am 30.05., wobei leider ein Kursverlust stattgefunden hat. Den müssen wir erstmal ausrechnen. Der wird unser zukünftiger Verlust aus Abgang Wertpapieren. Und ergibt sich aus den alten Anschaffungskosten mal Kursabstieg, macht 6.000 Euro mal 5% gleich 300 Euro. Die neuen Anschaffungskosten entsprechen natürlich den alten, abzüglich den Kursverlust, zuzüglich Maklergebühren, also 6.000 Euro minus 300 plus 200 Euro, macht 5.900 Euro. Da die Zinsen für den ersten Monat des zweiten Quartals der OHG noch als Ertrag zustehen, ist ja nachschüssig, bedeutet das, dass der Dritte am Ende des Quartals die volle Zinszahlung von der GmbH erhalten wird. Darum müssen wir noch eine Korrektur berechnen, die sich auch ergibt aus Quartalzinsen durch 3 Monate mal verbleibender Anspruch von 1 Monat, also quasi 150 Euro durch 3 Monate gleich 50 Euro. Da ein Kursverlust vorliegt, haben wir nur auf die Zinsen Kapitalertragsteuer und Soli. Das heißt, Zinsen mal 25% sind Kapitalertragsteuer, macht 12,50 Euro. Multipliziert mal 5,5% haben wir Soli von 69 Cent. Ergibt eine Summe Privatsteuern von 13,19 Euro. Daher bucht die OHG Bank, die sie erhält im Soll, also weil sie ja weiterverkauft, für 5.536,81 Euro, Privatsteuern 13,19 Euro, Nebenkosten des Geldverkehrs 200 Euro, Verlust aus dem Abgang von Wertpapieren 300 Euro, an
Wertpapiere des Anlagevermögens müssen ja komplett ausgebucht werden mit 6.000 Euro. Und Zinserträge, weil wir bekommen ja noch Zinsen von 50 Euro. Der Dritte hingegen bucht die Wertpapiere des Anlagevermögens 5.900 Euro, Zinserträge im Soll 50 Euro, weil er wird ja, sein Zinsertrag wird ja gemindert, an Bank 5.950 Euro. Ja, damit sind wir am ersten Teil quasi zur Buchung von Wertpapieren angelangt und fertig. Ich weiß, das war jetzt zwar schon ein bisschen kompliziert. Ich kann euch versprechen, mit Aktien, die ja komplett jetzt die nachfolgende Vorlesung alleine für sich haben, wird es noch ein Stückchen komplizierter. Aber ich denke, das ist alles machbar, wenn man es ein bisschen übt. Ich hoffe, es war interessant. Würde mich über eine gute Bewertung freuen. Daumen hoch hilft mir wirklich sehr, auch wenn ihr das Video teilt. Ich verabschiede mich, einen wunderschönen Tag, wunderschönes Wochenende, je nachdem, was euch erwartet. Tschüss!